Gut, da sind noch zwei Sachen, die ich einsammeln muss. Eventuell vielleicht sogar noch drei, ich bin mir nicht sicher. Einmal habe ich hier oben Münzen. Warte mal, ich habe drei Münzen, die ich noch suchen muss. Hier unten ist irgendwo eine, keine Ahnung, ob wie ich genau da bitte hinkommen soll. Vor allem, wo genau das eigentlich sein soll. Das scheint ja irgendwo... War ich da überhaupt schon? Weil ich habe da zwei Sachen schon eingesammelt. Und dann da unten. Ich habe eins, zwei, drei. Da oben ist eine Fährmannsmünze. Wo soll denn da eine Fährmannsmünze sein? Ich sehe keine. Wo soll hier eine Fährmannsmünze sein? Die ganzen, die ich doch hier gesammelt habe, sind alle bereits ausgegraut, also... Ich verstehe es nicht. Mehr habe ich doch hier nicht zum Sammeln. Ich gehe mal zum Schlüssel. Hi. Diesmal habe ich den Schlüssel mitgenommen. Mehr ist aber, glaube ich, hier oben nicht, ne? Na, okay, dann gehe ich mal wieder zurück. Wegen einem so einem bescheuerten Schlüssel bin ich jetzt zurückgelatscht, ey. Super. Und das nur, weil ich da ausgerutscht bin. Oh, wo bin ich denn hier? Hier sind zwei Gitter, aber ich glaube, die kann ich nicht öffnen, wa? Nee, die kann ich bestimmt nicht öffnen, aber da unten habe ich gerade eine Limbus-Truhe gesehen. Wo genau bin ich denn hier gerade? Beim Niedergang. Oh, da ist auch sogar die Tricktür. It is done. Without these weapons, our enemies will struggle. Plus, blowing up their stuff is fun. Ja. Und man kriegt irgendwelche Klamotten aus den Teilen heraus. Was ja auch ganz gut ist. War da gerade nicht irgendwas auf dieser Plattform? Vor allen Dingen, was habe ich jetzt eigentlich gerade gemacht mit dem Schalter da? Hier geht's wieder zurück. Habe ich jetzt einfach nur die Plattform da irgendwie hochgeschraubt oder wie oder was oder wo oder wann? Okay, da ist ein Zornfragment. Aber wie komme ich da ran, Chef? Vor allen Dingen, tickt das Teil da hinten immer noch? Hört sich nicht so an. Nö. Was habe ich damit gemacht? Was macht das? Entsteht hier ein Haken zwischen den beiden oder wie oder? Was ist hier? Ich sehe nicht, was hier passieren soll. Das Teil soll irgendwas bewirken, aber ich weiß nicht was. Ist hier irgendwas Interessantes? Ah, die Tricktür, okay. Die mache ich... Ah, okay, das war eine Fährmannsmünze, die man hier unten einsammeln konnte, okay. In der Tür gehe ich gleich rein, aber erstmal will ich herausfinden, was ich denn hier eigentlich machen muss, weil da habe ich ja einen Schalter, aber ich weiß nicht, was der bewirken soll, weil man sieht einfach nicht, was er macht. Nein, jetzt, warum gehst du nicht an den... Oh. Echt jetzt? Warum bist du denn nicht an den dämlichen Haken rangegangen? Weil ich nicht mehr am Schweben war oder was? Was genau macht das Teil hier? Man sieht's leider einfach gar nicht. Ach, das macht es. Ja, das ist aber beschissen gemacht. Das siehst du ja überhaupt nicht. Ich meine, klar, im Laufe der Zeit wirst du vielleicht herausfinden, wie man das Problem hier löst, aber das siehst du ja überhaupt nicht. Es ist ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Aber naja, egal. Ich habe das wohl ein Fragment. Auf zu der Tricktür. Ist das ein Portal?
Die Wand sieht merkwürdig aus. Was ist das? Ich kann's leider da... Achso, Arealeingang. Achso, ich komme dahin zum Leeregang. Okay. Hab mich jetzt ehrlich gesagt gewundert, dass ich jetzt ein Portal zu einem anderen Ort habe. Das muss angezündet werden. Ist da noch mehr Kristall? Okay, da muss nur eine Bombe hin. Was? Warum bist du so lahmarschig? Das verstehe ich einfach nicht. Warum ist der manchmal so abartig lahmarschig und mal ist er plötzlich relativ normal am sich bewegen? Das ist... Hä? Da ist irgendeine gewisse Unregelmäßigkeit vorhanden, die nicht wirklich erklärbar ist. So, und wie genau mache ich jetzt, dass ich da hinten das da anzünde? Weil ich sehe hier nichts, was ich benutzen kann, um es anzuzünden. Es sei denn... Warum liegt da unten eine Bombe? Warum liegt da unten eine Bombe? Es sei denn, das Einzige, was jetzt irgendwie halbwegs Sinn macht, ist eine Kette bauen. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Nicht, dass ich hier gleich hier irgendwas mache, was vollkommen nutzlos war. Sollte funktionieren. Ich pack vielleicht lieber doch nochmal eine Bombe hier irgendwo in die Ecke hin. Einfach nur zur Sicherheit. Na toll. Gut, dann klatsche ich halt noch eine Bombe hin, die irgendwo... ja, keine Ahnung, da ist oder so. Ich hoffe mal, dass die Explosion bis da hinten hinreicht. Sag mal, ich hab erst... Oh. Ach, jetzt ging's! Was ein Blödsinn. Schon wieder Bomben. Muss ich jetzt vor allen Dingen wieder die Bombe von da hinten holen? Oder... Oh nee. Wie nervig ist das denn dann bitte? Haben wir nicht hier irgendwo in der Nähe eine Bombe? Na, scheint wohl nicht so. Das ist aber jetzt ein bisschen lästig gemacht. Ich will die Bombe doch haben. Ach was, wie? Mit Strife bin ich ein bisschen schneller? Aber nicht schnell genug, dass ich darüber springen kann, glaube ich. Ich hoffe mal wirklich sehr, dass ich jetzt hier nur zwei Bomben ungefähr benötige, damit ich hier den Kram löse. Ich brauche drei. Was ist das? Zornfragment. Ich glaube, ich brauche sogar noch mehr. Oh, ist doch nicht dein Ernst. Was ein lästiger Mist. Und wer die Entwickler haben hier irgendwo... Oh, was? Wie? Ich komme doch rüber. Plötzlich komme ich rüber. Okay. Da bin ich jetzt einfach mal nicht gesprungen, aber ich hätte auch so oder so nicht rüberspringen können.
Ist Kriegs Hintern so schwer, dass er quasi noch lahmarschiger ist als Strife? Oder warum zum Geier kam er da nicht rüber? Oh, ich hoffe mal, das funktioniert. Ja. Lieber auf Nummer sicher gehen. Lieber auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass ich da am Ende dann wieder dann zig Bomben holen muss. Weil ich dachte mir jetzt, hey, vielleicht kann ich das jetzt so machen, dass ich da über Eck... Na toll. Dass ich da über Eck die Klinge da rüber werfe zu der Bombe, die da an den Kristallen dranhängt. Aber ja, lieber auf Nummer sicher gehen. Dass die Bomben da unten bleiben, ist so merkwürdig. Das sieht auch nicht unbedingt gerade aus wie gewollt. Warum werfe ich den eigentlich rüber? Ach was, wie? Guck mal, jetzt bin ich auf einmal schneller. Hä? Das macht so keinen Sinn. Ist das ein Bug oder was? Das kann ja irgendwie nur ein Bug sein, weil warum zum Geier bin ich mal schnell mal lahmarschig? Ich verstehe es nicht. Na toll. Eine Bombe hätte ich mir sparen können. Immerhin habe ich jetzt das Zornfragment. Jetzt muss ich nur noch zwei weitere Kristalle kaputt machen. Yay. Ach so, dafür ist das Portal, damit du quasi einen Ticken schneller an den Ort hinkommst. Ja, das ist... Naja. Und jetzt bin ich wieder langsamer. Weiß der Geier warum? Fuck you. Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Da ist die ganze Zeit unter dem Scheiß Teil eine verdammte Bombe. Oh, nee, ey. Ja, und jetzt brauche ich schon wieder eine Bombe. Oh, was? Okay, das war merkwürdig. Kann ich einfach die Bombe da hinten nicht hinwerfen? So auf gut Glück. Okay, die ist wahrscheinlich da einfach irgendwo an so einem... Das hat funktioniert. Weil ich habe den Sound gehört, wie als hätte ich ein Rätsel gelöst. Das hat funktioniert. Geil. Auf Anhieb. Abgrundrüstung, ja, nice. Ist das dann, warte mal, das ist das letzte Fragment, oder nicht? Du siehst aber sehr rot im Gesicht aus, Krieg. What the? Das sieht aber... Du hattest in Darksiders 1 eine wesentlich bessere aussehende Rüstung gehabt. Ja, auf jeden Fall. Okay. Kann man leider jetzt gerade nicht so richtig gut erkennen. Guck ich mir an, wenn ich bei Dis bin. This is it. The secret of Moloch's power. Ja, dann kloppen wir mal eben den Obermods da um. Wer auch immer das da sein möchte. Wobei, ich möchte noch ganz kurz was machen. Nein, nicht Sammlung. Kreaturkerne. Ich schmeiß da mal einfach irgendeinen Kern rein. Was haben wir? Achso, ich habe ja mehrere, genau, stimmt ja. Ja. Ich nehme einfach irgendwas, was irgendwie mit Angriffskraft oder so ist. Engelsbestie, nein. Ich will es schnell machen. Ja, komm, nimm dich da, so, fertig. This is the blood mantle? You think it'd be more heavily guarded?
Ja, vor allen Dingen sieht ja sehr merkwürdig aus. Also für mich sieht das Teil eher fast schon aus wie eine Art Bombe. Disappointed, brother. I'll get over it. Let's ruin Moloch's day. Uh-oh. It seems there will be violence after all. This makes a lot more sense. Gab's da mal Gegner? Und was mache ich jetzt mit diesem ollen... Okay, ja, hallo? Was mache ich jetzt mit diesem Blutmantel? Achso, ich muss diese Typen hier auseinandernehmen, oder was? Aber... die kriegen gar keinen Schaden. Weil... ach, da, hey, da ist so einer. Da, ja, da, da, hau ab, blöder Kristall. Die greifen ja auch noch an, Ist der schon tot? Ach so, ich habe da die ganze Zeit gegen so einen bescheuerten Kristall geballert. Seid ihr schon alle tot? Meint seid ihr Luschen. Gegner, die hier einfach gar nichts aushalten. Was haben die denn hier für eine Armee? Anscheinend ja gar keine. No more blood mantle. Guess it's lost to the ages again. Hopefully this time for good. Ja, dann hoffe ich mal, dass diese olle Münze jetzt gezählt wird. Aber was, wie, hä? Fährmanns Münzen 11? Aber warum steht dann da 12? Warum habe ich denn im Level 12 Münzen stehen, wenn ich in Wirklichkeit nur 11 habe? Ah, warte mal, das. Das macht so überhaupt gar keinen Sinn gerade. Oder ist das einfach ein Überbleibsel aus der Entwicklung? Man hatte da eigentlich 12 vorgehabt oder... es ist ein Fehler oder sonst irgendwas, weil ich kann es mir ja sonst nicht anders vorstellen, was das sein soll. Ja, die Rüstung von mir sieht eigentlich gar nicht mal so uninteressant aus, aber ich finde halt dieses glühende Gesicht so komplett eigenartig. Das passt nicht so richtig. Ich habe ja echt gar nichts mehr zu kaufen. Was mache ich überhaupt mit den Fährmannsmünzen noch? Die haben gar keinen Nutzen mehr, eigentlich. Naja, mal mit Samael reden und dann mal gucke ich mir mal die große Tür da hinten an. Moloch is no longer protected by Lucifer's blood mantle. He is ours. Excellent, Horseman. With his war camp in ruins and his troubling magic eliminated, you have a fair chance of besting him. It won't come down to chance. Moloch's finished. Just like the rest. I will join you. He will be heavily guarded. And besides, I wish to see the look on his twisted face when he breathes his last. Since our first encounter with Moloch, I have longed for this moment. We ready then? I'll see you there. Oh, ja, oder ich habe zwei Bosskämpfe. Ich habe Moloch ganz vergessen. Ich dachte die ganze Zeit, ja, hey, ich kämpfe gegen Lucifer, aber gegen Lucifer hat man, glaube ich, noch nie irgendwie in Darksiders bis jetzt, glaube ich, gekämpft. Ja, Moloch, genau. Und theoretisch wird dann Kampf 17, nicht Kampf 17, Kapitel 17 irgendwas anderes sein? Vielleicht ein Epilog oder sowas? Ich hänge jetzt schon wieder an irgendeinem Kiesel fest. Was haben wir denn da in der großen Tür?
Hoffentlich ist es was Tolles.